Bist du deppert, ein Busgespräch? Herzlich willkommen zu Zunkos Welt TV. Ein mörderisches Busgespräch. Und ich muss nur schauen, ob das überhaupt läuft. Läuft das eh alles? Alles passt. Ein mörderisches Busgespräch mit Wahrer Hannes. Hallo, servus. Hannes, wir müssen uns niedersetzen, sonst glaube ich, sagen wir was da. Schneidet uns den Schädel weg. Du, aber das würde mich jetzt eh noch interessieren, bevor wir da jetzt einsteigen, weil du bist ja so rein vom Fahren her, auch von der Distanz her, bist was, was ich unendlich bewundere. Das packe ich gar nicht, wie weit du schon gefahren bist. Und ich sag's nur vorweg. Du bist einmal in 24 Stunden über 3100 Kilometer gefahren, aber auf das gehen wir eh ein, weil das ist was, nein, das bock ich überhaupt nicht. Aber zuerst klären wir die Frage, stimmt Wahrer Hannes oder Wahrer Hannes? Alles eins, also nicht abgetrennt Wahrer Hannes, da habe ich mich 1000 PS ist 2001 am Markt gekommen. Ja. Ich habe 2002 mein Varadero gekauft, das war seit 3 Jahren alt, gebraucht und habe mich auch bei 1000 PS als User angemeldet und habe dann einfach den Nicknamen Wahrer Hannes geschrieben. Ja. Dort ist das entstanden, also ohne speziellen Zweck und aufgrund von gewissen Tätigkeiten und Bereichen und alles, was ich mache, ist halt jetzt rausgekommen, dass Wahrer Hannes schon ein bekannterer Name ist und meinen privaten Namen Hannes Bagar, also der Hannes ist der gleiche, aber Bagar, mein Familiennamen, kennen die wenigsten. Wahrer Hannes, ich habe zum ersten Mal von dir gehört über den Los Despandrillo, da bin ich noch beim Reitwagen gewesen und der Los Despandrillo ist mit dir irgendwie in Kontakt gekommen, ich weiß nicht mehr, und wir haben dort selber so ein Projekt gehabt, wir sind mit einer Varadero 100.000 Kilometer in einem halben Jahr gefahren, allerdings nicht einer allein, sondern da haben wir ja relativ viele eingespannt und ich glaube im Zuge dessen, weiß nicht, hat der Los Despandrillo mit dir was getan gehabt und da habe ich das zum ersten Mal mitgekriegt, dass es dort einen gibt, einen wilden Kärntner, der wahnsinnig fährt mit dieser Varadero. Und wir haben dann auch Bildung gesehen, du hast ja echt irre Schräglagen drauf auf der Kiste. Also die wird jetzt nicht nur bewegt weit, sondern auch schräg und wirklich artgerecht. Aber bevor wir auf das Straßentraining zurückkommen, weil das ist natürlich so, wenn du so weit fährst und so viel fährst, musst du natürlich sicher fahren können, weil sonst kommst du sowieso nicht so weit, liegst du permanent auf der Goschen. Und da hast du ja ein eigenes Straßentraining, das ist das 1000 PS Straßentraining, da kommen wir dann eh noch hin. Aber vielleicht diese absolute Rekordfahrt, diese 3100 irgendwas Kilometer, da gibt es ja so eine amerikanische Organisation, die heißt glaube ich Iron Butt, Eisenarsch. Und da bist du offensichtlich dabei und ich meine, und dann bist du einmal in 24 Stunden, das muss alles dokumentiert sein, 3100 Kilometer gefahren und ich glaube, du bist sogar der weltweite Rekordhalter damit, oder? Stimmt das? Ja, in diesem 24-Stunden-Fenster bin ich den Rekord, den habe ich 2014 gefahren, 3138 Kilometer. Und der Reiz war, weil ein Deutscher hat 3061 Kilometer 2012 geschafft. Und das war für mich so ein Anreiz, der ist mit einer FJ R1300 gefahren. Also eine relativ schnellere Maschine als mein Varadero. Ja. Aber immer gedacht, das müsste die Varadero auch, mit der Varadero auch schaffbar sein. Und habe dann 2013 habe ich es einmal versucht, da habe ich Planungsfehler gehabt und bin gescheitert mit der großen Distanz. Da habe ich bei 2700 waren die 24 Stunden um, da bin ich nicht so weit gekommen. Und dann hat es sich ergeben, dass ich eben 2014 das meine kleinen Fehler hin ausgemerzt habe von der Planung. Und habe da auch die Fußball-WM, die was 2014 war in Argentinien, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, genutzt, weil die Strecken fährt man in Europa natürlich bei solchen Distanzen, wenn es geht, die deutschen Autobahnen. Ja. Weil es waren ja knapp 150 Schnitt zum Fahren. Weil man ist ja von den 24 Stunden. Gib mir das kurz. 150 Schnitt auf 24 Stunden. 150 Kilometer km/h Schnitt. Na gut, das ist ja Wahnsinn. Ja, die 24 Stunden sitzt man ja nicht drauf. Ich muss ja tanken, ich muss einmal aufs Klo gehen. Es sind so Kleinigkeiten zu machen und die reine Fahrzeit, die übrig geblieben ist, wo ich in Bewegung war mit der Maschine, laut Navi-Auswertung waren 20 Stunden und 56 oder 58, also ganz knapp unter 21 Stunden. Und mit 21 Stunden und 150 Schnitt, genau rechnerisch, waren es 3150 Kilometer und 3138 bin ich gefahren. Das ist ein unfassbarer Wahnsinn. Jetzt mal sagst du Planungsfehler. Wir haben uns vorher kurz unterhalten, das heißt, ich habe jetzt schon ein bisschen einen Wissensvorsprung, aber das hat mir so wahnsinnig taugt. Also der Planungsfehler,
bei 2013 und eigentlich die Planungskönigsidee 2014 mit der Fußballweltmeisterschaft. Das musst du uns kurz aufschlüsseln, weil das ist ein Traum. Und ich schaue kurz rein, rede nur, ich ja. weiß nicht, ob das alles läuft. Und das Ganze war so, 2013 habe ich diese 1800 Meilen, die man laut Ironbad fährt, das sind ganz knapp ausgerechnet mit den 1609 Straßenkilometer, ganz knapp über 2900 Kilometer. Regelung von Ironbad ist immer diese Distanz mindestens, also mindestens 1800 Meilen in maximal 24 Stunden. Und wie gesagt, der Werner Schiemann, mittlerweile kenne ich ihn persönlich, hat die 3061 Kilometer gehabt und das war damals der Rekord. Und gescheitert bin ich deshalb, weil meine Idee war, Österreich und Deutschland hat Wochenendfahrverbot für LKW von Samstag 15 bis Sonntag 22 Uhr. Und wenn ich am Samstag um 15 Uhr starte und am Sonntag um 15 Uhr zurück bin, sind die 24 Stunden. Nur habe ich nachher nicht, das habe ich zu wenig genau geplant, wann bin ich aufgrund des notwendigen Schnitt wo. Und jetzt war ich zu unguten Zeiten bei Ballungszentren, wo man vorbeifährt, Frankfurt, Hamburg, Berlin, ja. München und so weiter. Und habe Stau gehabt, der Ausflugsverkehr, der Privatverkehr, ja, trotz LKW. Ein Jahr drauf. Also diese Fehler habe ich natürlich alle noch analysiert. Du, aber das interessiert mich noch. Wie dir das dann aufgefallen ist, dass du diesen Planungsfehler gemacht hast, den Ausflugsverkehr, die Deutschen aus den Großstädten, das hat dich sicher irrsinnig angezipft, oder? Nein, eigentlich nicht. Es wäre ärgerlich gewesen, aber ich habe gesagt, es ist ja nicht zur Gänze gescheitert, weil ich bin über 2700 gekommen, also habe ich einen zertifizierten 2500 Kilometer Ironbad gehabt und das ist nicht gesagt, dass alles zum Import gegangen ist, sondern nur die große Distanz. Weil es ist der 2,5er schon eine relativ hohe Wertigkeit und den habe ich dadurch so nebenbei geschafft mit dem Scheitern eigentlich. Und ein Jahr drauf habe ich nachher die Startzeiten geändert und habe immer kontrolliert, auch im Internet nachgeschaut, wann sind Raschauer, ein Unfall kann man nicht vorhersehen, ein Stau, aber die Raschauerzeiten, Beispiel Berlin. Berlin hat den Berliner Ring und du kommst, wenn du Richtung Nordsee, also Ostsee, Rostock rauf willst, musst du Berliner Ring fahren, ein Stückchen. Das ist ungefähr 40 Kilometer. Und wenn du dort Stau hast, kannst du auf die 40 Kilometer eine Stunde verlieren. Und wenn ich aber eine Stunde verliere bei einem 150er Schnitt, das sind fast unmögliche Zeitverzögerungen. Und wenn ich den Schnitt fahre, der sowieso gefahren werden muss, weiß ich, wenn ich um 9 Uhr vormittags starte und über Graz, Passau, die A9, also die ganze Bürnautobahn nach Passau und nachher Chemnitz, Dresden, Zwickau, da rauf Richtung Berlin, dass ich die ersten 800 Kilometer, dann muss ich vor 5 Uhr auf Nacht dort sein, wenn ich um 9 Uhr auf Nacht starte. Also habe ich 7 Stunden Zeit dorthin. Der Wahnsinn. Dass ich im Berliner Ring noch nicht die Ausflugsverkehr, die Berliner Bevölkerung, was man vom Brandenburger Gebiet wieder zurück in die Stadt fährt und den Berliner Ring zumacht. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Das nächste war, 14 war die Fußballweltmeisterschaft in Argentinien, wo Deutschland hinten nach, wissen wir immer alles, Fußballweltmeister geworden ist. Aber ich habe so kalkuliert, wenn die Vorrundenspiele, wo Vierer in so einem kleinen, diese drei Spiele, halt das Gruppenphase, wo sie halt aufsteigen, wenn sie die überstehen und 16. oder 17. Juni 2014 war das erste K.O.-Spiel dann, wenn sie die Gruppenphase überstehen, wenn sie das erste K.O.-Spiel gewinnen, ist das zweite K.O.-Spiel am 21. Juni. Okay. Also vorher am 21. Juni. Dann wird Deutschland vor die Fernseher sitzen. Ja. Das fußballbegeisterte Volk ist nichts Negatives, meine ich das nicht. Aber dieses Wissen, dass das deutsche Volk Fußball begeistert ist, vor allem bei einer WM. Ja. Und das war damals so, von Passau, also wo man nach Deutschland reinfährt, bis ich bei München, weil über München, Salzburg, die A8 bin ich zurück reingekommen, habe ich auf die deutschen Autobahnen zum Zeitpunkt meiner Fahrt 31 registrierte Baustellen gehabt. Und bei alle 31 Baustellen bin ich mit den vorgeschriebenen 80 km/h reingefahren. Weil dort wird, wenn sie kontrollieren, dort wird kontrolliert am Anfang. Und dann bei keiner einzigen Baustelle habe ich nur irgendeinmal von Gas runtergehen müssen, weil irgendwas gewesen war. Okay. 31 Baustellen, die bin ich einfach durchgefahren. Und danach fährt man halt dann 110er, 120er und eine 80er Baustelle, wenn du Alarm bist. Also das ist nicht ein Risiko. Sicher, wenn ich erwischt werde, muss ich Strafe zahlen. Aber es ist jetzt. Und du verlierst wertvolle Zeit. Ja, das nebenbei.
Aber das Ganze läuft eben so, dass man natürlich ein Strafzollrisiko eingeht. Die Frage ist immer, wenn man von Risiko redet, gehe ich ein Risiko ein, Strafe zu zahlen, oder gehe ich ein vortechnisches Risiko, einen Unfall zu haben. Also den Unterschied, den mache ich sehr wohl. Ja. Wenn ich auf der Geraden bin, auf einer Autobahn, wo 120 ist, weil in Deutschland sind einige 120 und ich bin aber leer, allein. Und die fahre dort 140 und zahle Strafe, habe ich aber kein Unfallrisiko in Kauf genommen. Also da unterscheide ich sehr wohl. Ja. Du, Hannes, aber das zwei Sachen, glaube ich, die jetzt ganz wichtig sind. Das eine, wie weit bist du überhaupt gekommen, jetzt, also, dass man sich das vorstellen kann von den Orten her, die Route, die du genommen hast, diese 3100 Kilometer. Und ich glaube, und vielleicht noch das, diese die Etappe mit dem höchsten Schnitt, das war super. Ja, das war so. Startet in Spitaltrau in Kärnten, dann die normale A10 bis Villach, dann die A2 bis Graz. Graz muss ich tanken aus einem taktischen Grund, weil ich brauche auf die Eckpunkte Tankbelege. Es wird immer von einer Tank also maschinengedruckter Tankbeleg, der darf nicht handgeschrieben sein, muss als Beleg sein, dass ich durch die Uhrzeit und alles drauf. Ja. Und dann wird bei der Zertifizierung, bei der Kontrolle, die kürzeste vernünftige Autobahn aufgrund des hohen Schnittes, die kürzeste vernünftige Autobahn. Also kann ich nicht von der Reichweite, weil ich mit einem Zusatztank gefahren bin, weil man darf laut Ironbad 450 Kilometer fahren. Von einer Tankstopp zum nächsten Tankstopp, mehr nicht. Ja. Man muss regelmäßig tanken, also dadurch muss man auch regelmäßig, egal wie kurz, Pausen machen. Ja. Das nächste war, dass ich nachher erst in Passau, also nach Passau getankt habe, weil die A9 von Graz, die A9, da gibt es keine kürzere. Ja. Weil wenn ich gleich, ich wäre von über Graz mit meinem Zusatztank bis Passau gekommen, dann ist aber die A10, die Dauernautobahn über Salzburg also kürzer. Zu der Tankstelle. Das habe ich von Graz, deshalb taktisch. Ja, da habe ich noch 200 Kilometer, also sind knapp 200 Kilometer der erste Part gewesen, dass ich einen Tankbeleg habe. Startbeleg vom Spital, Tankbeleg von Graz und dann durch die A9 auf bis nach Passau. Dann eben in Dresdner Tor heißt eine Raststätte bei Dresden, dort war wieder Tankstopp. Dann Buckower Seen, das ist schon östlich von Berlin dann oben. Wahnsinn. Und von dort weg fährt man ein kleines Stück Richtung Polen raus und dann ist eine große Autobahnkreuzung, wo die A20 nach Rostock raufgeht, zur Ostsee und oben her zur Nordsee weiter, also Richtung Hamburg her, Lübeck-Hamburg. Und da ist ein Abschnitt gewesen von diesen Buckower Seen bis Glasin, das ist ja schon Rostock, also nach Rostock ein Stück Richtung Lübeck-Hamburg her. Dort sind 270 Kilometer der Abschnitt und den habe ich gehabt mit 172, irgendwo Schnitt. Die war fast verkehrsfrei. Da ist die Varaderos. Ich muss ja auch sagen, bei dieser Fahrt, die ich da gemacht habe, hat die Varadero schon über 440.000 Kilometer am Tacho gehabt. Das war ja eine alte Maschine schon eigentlich. Na gut, das ist arg. Wirklich, 440.000 hast du schon drauf gehabt. Ja, weil, nein, das mit der Homepage, Hannes, das machen wir nachher. Aber was nur wichtig ist jetzt, ich meine, nur die Vorstellung, du fährst dort jetzt auf, einmal jetzt bist du oben, also Rostock, da, und dann, du bist ja am selben Tag, also innerhalb von 24 Stunden wieder unten ins Spital angekommen. Wie bist du denn runtergefahren, dass wir die Route mal haben? Ja, Rostock oben, Rostock ist Ostsee, dann eben knapp danach dieses Glasin, wo die Tankstopp war, dann ist es weitergegangen in Lübeck, Hamburg, Bremen, dann außer zur holländischen Grenze, Osnabrück. Dann eigentlich von dort weg quer durch Deutschland, aber Frankfurt vorbei, München vorbei, Salzburg einer. Und die ganze Runde, also diese Runde ist 2958 oder 59 Kilometer lang. Und das ist einmal diese 1800 Meilen mindestens. Und weil dieser Werner Schiemann eben die 3000 ansehe, jetzt haben wir mal gesagt, wenn das gut geht, dass ich mir ein Zeitfenster noch, ein Zeitpolster außer davor, kann ich noch einmal vom Spital, was ich Klagenfurt oder Völkermarksl wieder zurückfahren, dass ich diese Zusatzkilometer komme, dass ich den seinen Rekord von 3061 knacken kann. Und das ist ihm gelungen, weil spätestens um 9 Uhr hätte ich müssen ins Spital zurück sein. Und ich war aber schon um 7.15 Uhr zurück. Also habe ich so viel Zeitspielraum gehabt, dass ich schön ein kleines Stückchen nach Klagenfurt gekommen bin,
dort getankt habe, dass ich wieder einen Beleg habe, dass ich dort war und wieder zurück nach Spital, wieder bei der Starttankstelle, bei der ich gestartet bin, am Vortag wieder getankt habe. Und dann habe ich von der Auswertung her eben auch Navi 3838 gehabt in 23 Stunden und 28 Minuten. Also ich hätte noch ein bisschen fahren können. Ich habe die 24 Stunden bis auf eine halbe Stunde habe ich liegen gelassen. Das ist ein Wahnsinn. Wieso hast du die liegen lassen? Wieso bist du nicht die halbe Stunde noch einer? Ich hab, da hätte ich einen anderen, das war eigentlich ein kleiner Fehler auch. Ich habe mich unbedingt aufs Spital als Ziel konzentriert. Das Ziel ist aber komplett egal. Ja, war egal. Wo es, wie es. Ja, ja. Da hätte ich unter Umständen so machen können, dass ich einfach weiter bis Graz fahre oder Sinabelkirchen, je nachdem wie ich halt komme und ich sehe, ich weiß ja, wo die Tankstellen sind, dass ich, ob es dann der Oldtimer auf der Back ist oder unten in Graz selber, oder die Kaiserwald heißt sie, oder wenn dort noch eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde ist, kann ich Gleisdorf rausfahren oder Sinabelkirchen. Wenn ich die halbe Stunde komplett ausgereizt hätte, noch die ich da liegen gelassen habe, waren vielleicht, das war so eine Idee gewesen, was noch überhaupt keiner gedacht hat, glaube ich, 2000 Meilen in 24 Stunden zu fahren, weil 3218 Kilometer, also das sind weniger wie 100 Kilometer. Ist nicht 3200? Ja, 1609 ist die Landmeile. Also 1609 Kilometer, das waren 3218 Kilometer, waren 2000 Meilen gewesen in 24 Stunden. Das ist ja alles, ich kann das insofern, also das ist wirklich ein unfassbar großer Respekt und mich wundert das nicht, dass du weltweit in Führung bist, weil das irre ist. Ich bin ja selber auch wirklich viel gefahren und das liegt daran, dass ich halt nicht fliege und dass ich halt so wahnsinnig viele Präsentationen habe müssen und immer super Testmotorradeln gehabt habe. Jetzt bin ich halt auch teilweise. Ich bin schon davor, glaube ich, in 24 Stunden bin ich einmal davor, glaube ich, 2400 Kilometer oder so. Das war aber für mich schon, das war echt ein Wahnsinn. Und bei mir ist es natürlich nur gegangen, weil ich habe müssen rauchen, ich habe müssen essen natürlich, ich muss ja immer essen und ich habe mir halt, ich weiß nicht wie viele so Bullen, Red Bull habe ich mir dort reingezogen und Kaffee, sonst irgendwelche Tabletten oder sowas, das habe ich nicht genommen, aber so diese Aufputschmittel, diese herkömmlichen, die habe ich mir eingefüllt, ja, wie halt der Maschine den Sprit. Und so wie die kennen, Hannes, bin ich mir ganz sicher, irgendwelche Drogen oder so Mother's Little Helpers hast du sicher keine eingefüllt, da bin ich mir ganz sicher. Aber wie hast du die Woche gehalten, diese 24 Stunden? Und wie hast du dich ernährt? Das interessiert mich schon, weil also, ist ja alles durchplant, da wird auch diese Ernährung komplett durchplant sein, oder? Ja, bei mir steht, ich habe es ja schon früher auch gesagt, Strafzahlmodus fahren ist, wenn kein fahrtechnisches Risiko dabei ist, ja, das Risiko gehe ich ein, das ist nicht das Problem. Und ich weiß es von ein paar anderen Hardcore-Longdistanz-Fahrer auch, die nehmen das auch so ähnlich wie ich, also es spielt keiner mit seinem Leben. Dass man sagt, jetzt ist das die Wahnsinnsgeschichte, weil das kann keiner. Ja. Die Frage ist ja, wie ich mich vorbereite. Wenn ich mich auf die Fahrt, habe ich mich ja von den einen Jahr, wo ich gescheitert bin, fast ein ganzes Jahr wieder nur mit dem beschäftigt. Das fängt mental an, weil schnell fahren auf der Autobahn ist jetzt nicht das Problem. Es ist ja eine mentale Geschichte, 24 Stunden das machen oder in dem Fall 21 Stunden reine Fahrzeit circa. Das ist ja eher das Problem, nicht das Fahrtechnische. Dann habe ich medizinische Untersuchungen gemacht, weil ich trinke, also essen tue ich während einer Hardcore-Partie, also eine 24-Stunden-Hardcore-Partie, esse ich nichts. Nein. Da wird überhaupt nichts Festes gegessen. Nichts? Nein, überhaupt nichts. Kein Müsli-Riegel, nichts. Nein. Sondern... Da bin ich schon hin. Das gibt's ja nicht. Nein, da wird nichts gegessen. Aber ich habe ausreichend normales Leitungswasser mit Traubenzucker mit. Ich muss den Zuckerspiegel halten, das ist die Frage der Konzentration. Wenn heute ein Zuckerspiegel, der tut ja bei einem Menschen auch im normalen Wachrhythmus, wenn man um 6, 7 in der Früh aufsteht und bis 9, 10, 11 auf Nacht auf ist, hat man ja mehrere so Wellen mit dem Zuckerspiegel. Ja. Und den habe ich mir so konstant halten. Und da habe ich mir auch, mein Hausarzt, der hat ein Verständnis für meine Spinnerei, vor Jahren schon gehabt. Das ist selber ein Spinner, oder? Und der Erhard hat, da haben wir Untersuchungen gemacht, Blutzuckerspiegel. Und zwar, wenn ich die und die, weil körperlich ist ja nicht die Arbeit auf der Maschine. Man sitzt ja relativ
Ja, ist eine, wie gesagt, eine mentale Geschichte, aber nicht körperlich. Das heißt, jetzt brauche ich nicht joggen gehen, um das zu messen, weil da verbrenne ich ja ganz anders. Sondern ich mich körperlich ungefähr gleich betätige, wenn man Blutzucker spielt, habe ich einen Schmetterling da, oder sage ich immer, diese Nadel drin, ob ich so ein halbes Blut abnehmen. Dann weiß ich aufgrund der Tankstops, wo ich trinke. Ich trinke aber kein Camelback. Also weiß ich, die Rhythmen, Tankstopp wird getrunken, dann wird wieder zum nächsten Tankstopp gefahren, dann wird wieder getrunken. Und da habe ich mir 1,5 Liter Wasserflaschen mit 20 Dekar Traubenzucker aufgelöst. Und das habe ich nachher so getrunken, in der Menge, wie ich es während dem Fahren trinke, und habe nachher wieder in die Abstände Blutzuckerspiegel gemessen. Und dann ist nach 16 Stunden der Blutzuckerspiegel fallen angefangen. Okay. Aufgrund der zu wenigen Traubenzuckermenge. Okay. Also haben wir den Test nach den 16 Stunden abgebrochen. Weiter, ein paar Wochen gewartet, den Test wiederholt, 30 Dekar Traubenzucker. Okay. Also ein Drittel Kilo, nicht ganz, ein Drittel Kilo Traubenzucker in die gleichen 1,5 Liter. Und dann habe ich die 24, also über die 24 Stunden trinke ich 3 Liter, also zwei solche Flaschen. Zwei Flaschen, 3 Liter, die trinke ich mit 60, also mit 60 Dekar Traubenzucker, weil in einer sind 30 Dekar drin. Du hast im Endeffekt hast einen, Verbrauch gehabt von 3 Liter Wasser und 60 Dekar Zucker, Traubenzucker. Ja. Und das war's. Und damit habe ich keine Schwankungen in meinem Blutzuckerspiegel gehabt und damit habe ich die Konzentration, damit kann man die Konzentration halten. Das mit Red Bull und das kannst du alles vergessen. Da schießt eine, das pusht dich auf und du fällst aber irrsinnig schnell runter. Und zwar, das hält dich auch nicht so lange an. Und eben aufgrund der Tankrhythmen brauchst du eine gewisse Menge, dass du, wenn du runterfällst, nicht in ein Loch oder in einen Keller kommst, in einen Kellerbereich, sondern in einem akzeptablen Bereich noch bleibst und dann kriegst du schon wieder die nächste Zuckerzufuhr. Weil der Traumzucker wird sehr schnell verarbeitet vom Körper. Das ist ein Traum. Hannes, das ist echt ein Traum und ich meine, da sieht man halt den echten Profi. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt ist so, die Homepage, die weiß ich glaube ich, www.varahannes.at. Die ist ganz wichtig, weil da ist ja alles oben, was du machst und da ist auch dieser Iron Butt, glaube ich, den kann man wirklich schön nach, also diesen Rekord Iron Butt. Ja, BPG 1800. Warte, das musst du dann selber sagen. Ja. Und ich nehme ja an, du hast ja nicht nur einen Iron Butt gemacht, sondern wahrscheinlich 10, oder? 27 klingt jetzt viel, was sind 27 aktuell? Iron Butts, ja. Das geht von den kurzen, das ist mindestens 1600 Kilometer oder 1000 Meilen. Das geht über einen BP, einen SS 2000 Gold, das sind den SS 2000, das wären 2000 Meilen in 48 Stunden. Und der SS 2000 Gold ist die gleichen 2000 Meilen in nur 36 Stunden. Den bin ich schon zweimal gefahren. Dann gibt es einen SS 3000, das nennt sich 3000 Meilen in 72 Stunden, also drei Tage hintereinander, jeden Tag 1000 Meilen. Da bin ich 2016 im Jänner mit der Varadero so gefahren und dann habe ich die Afrika Twin im Februar als Testmaschine gekriegt von Honda und dann war ja Ende März, also noch die Pässe verschnieben, also da waren die Wintersperren alle aktuell, da war sie auch schon eingefahren motorisch und da bin ich gegen Ende März mit der geschwind einmal an die 5000, sind ungefähr 5000 Kilometer in drei Tagen runtergezogen. Nein. Natürlich sagen viele Leute, das ist ein Spinner, ja klar, aber die Frage... Das bist du eh, oder? Ja, freilich. Jeder spinnt auf seine Weise, der andere laut, der andere leise, so auf die Art. Nein, aber ich sage es jetzt da auch, weil ich habe es damals geschrieben. Wir haben einmal schon nicht so ausführlich mit Nils bei einem Interview über diesen Iron Butt, über diesen Rekord Iron Butt gesprochen. Und da sind natürlich auch Postings gekommen, so ungefähr, ob es ich notwendig habe, Fake News oder Fake Meldungen zu verbreiten und zu Geschichten. Nein, und da ist mir nachher tatsächlich ein Satz eingefallen, ob dieser User dann beleidigt war oder nicht, das ist mir eigentlich egal, weil da hat einer eben geschrieben, das geht einmal nicht und er hat, weiß ich was für eine komischen Argumente gehabt, dass es eben nicht geht und das ist aber nicht von mir allein gefahren, weil das wird kontrolliert und zertifiziert. Und mir ist dann der Satz eingefallen, auf sei nicht möglich, habe ich den Satz geschrieben, ich kann dich verstehen, dass du mich nicht verstehst, wie soll in einem 3000 Kilometer Jahreshirn eine 3000 Kilometer Tagesfahrt Platz haben?
Das ist mir damals so eingefallen, das habe ich geschrieben. Ja, na gut. Du, aber Hannes, das ist ja komplett wurscht. Das ist leider so. Also, das ist natürlich, nachdem das eine amerikanische Geschichte ist, das muss natürlich alles komplett dokumentiert sein, sonst geht da gar nichts. Und jetzt, bevor wir auf das Straßentraining kommen, weil das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, möchte ich noch kurz diese Gesamtkilometerleistung, die du seit 2002 mit der Varadero und jetzt mit der Afrika Twin hast, das ist so beyond. Über das muss man noch kurz reden. Also die Afrika Twin, glaube ich, hat jetzt oben, also die Varadero irgendwas über 600, die, glaube ich, hat knapp 300 oder was. Und das bist aber alles seit 2002 gefahren und das hast, glaube ich, aber alles auch dokumentiert. Wie viele Kilometer und so. Ich bin Techniker von Beruf, Fernmeldetechniker, gelernter, also war lang bei der Telekom. Und als Techniker ist man immer wieder mit Statistiken genauso in irgendeiner Form befasst. Also Statistiken zu machen, waren beruflich auch eine gewisse Notwendigkeit. Und ich habe dann das ist auch ein Spinner. Ich habe den Spinner gehabt, wie ich die Varadero gekriegt habe, wie ich mir die gekauft habe 2002. Habe ich angefangen, ein tagesaktuelles Fahrtenbuch zu schreiben. Und das habe ich dann beibehalten bis aktuell, also das läuft durch. Es ist auch auf meiner Homepage unter gewisse Seiten dann PDF-Dateien von den ganzen Jahren, das Fahrtenbuch von 2002, das Fahrtenbuch von 2003. Ich habe so Stichworte geschrieben, also wenn ich Berge gefahren bin, weiß ich, Kreuzberg, Blöckenboss, Casson di Lanza und so, also ist ja wurscht, einfach so Stichworte, oder wenn es Orte waren, habe ich, weiß ich, Klagenfurt, Völkermarkt, Graz, Bruck an der Mur und irgendwie über Jundburg wieder zurück, ja, oder so. Dass ich einfach mit Stichworte die Tage, also die Fahrt dokumentiert habe, ja. Anfangskilometer, Endkilometer, wie viel Liter getankt, was für Durchschnittsverbrauch, was kostet der Ganze. Ja. Und das Fahrtenbuch habe ich aber auch geschrieben, für mich, ich war dann ab 2003 fast 10 Jahre lang hauptberuflich Fahrschullehrer. Okay. Und habe sehr, sehr viel Motorradausbildungen gemacht, ja, und habe halt auch immer, weil wir schreiben ja als Vorschullehrer wegen der Abrechnung Tagesprotokolle, ja, wo man die Stunden, welcher Schüler, wie viele Stunden, ja, wegen der Bezahlung ist das gegangen. Und dort habe ich halt immer, wenn ich auf dem Platz was gefahren bin, eine Vorführungen oder eine Lernfahrten gemacht habe mit den Schülern auf einem Übungsplatz, das war mir egal, die paar hundert Meter. Ja. Was ich aber bei 1000, paar mal 100 Meter sind es auch wieder 50, 60 Kilometer, aber das ist wurscht. Aber wenn ich mit einem Schüler Ausfahrt gemacht habe, die 30, 50, 100 Kilometer lang war, habe ich für mich meinen Tageskilometerzähler auf Null gedruckt und habe mir selber dann die Tageskilometerzähler, die ich gefahren bin mit der Fahrschulmaschine, es war entweder ein Honda Transalp, ein CBF 500 oder ein alte 750er BMW, und zur Zeit haben wir gehabt bei der Fahrschule. Und das haben wir genauso auf meinen Tagesausweis aufgeschrieben, dass ich das habe in mein Fahrtenbuch übertragen können. Also bei der Fahrschule bin ich in die 10 Jahren 80.000, 60.000 oder sowas gefahren, mit Fahrschulmaschinen. Dann, ich bin fast 10 Jahre lang bei der Roadshow als Tourguide gefahren. Natürlich bin ich auch mit dem gleichen Fuhrpark, der in die Kunden zur Verfügung gestanden ist, einmal mit der oder mit der anderen Maschine am Abend noch selber eine kleine Testrunde gefahren. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und so sind sie jetzt von 2002 weg, das ist der 9. März 2002, bis aktuell ziemlich ich tue immer monatlich aktualisieren die Homepage. Und das sind, glaube ich, jetzt 1.078.000 Kilometer. Wirklich? 1.000.000, ja, von 2.2 weg. Da sind heute beim Herfahren, jetzt bin ich 300 Kilometer im Regen daher nach Hörerzeug gefahren, wo wir jetzt da so gemütlich zusammensitzen und trocken ist. Und ich habe bis Wang, da Wang heißt die kleine Ortschaft da hinten. Da komme ich über den Rheinsberg, von Garmisch, ja, über den Rheinsberg, ist alles noch Regen und nass gewesen. Und da ist da die letzten 8 Kilometer oder 9 Kilometer waren ein bisschen trocken und jetzt ist es überhaupt trocken geworden. Ja, Gott sei Dank. Und bin knapp 300 Kilometer im Regen hergefahren, deshalb ist es ja ganz sandig noch. Ja. Aber da sind jetzt knapp über 283.000 drauf, wow, seit Anfang 16. Und die Varadero steht daheim in der Garage aktuell mit 661.927. Ja, das ist schon viel. Also ich brauche jetzt noch knappe 50.000 Kilometer, dann habe ich nur mit den zwei Maschinen 1.000.000. Also nächstes Jahr werde ich nur mit zwei Motorrädern die 1.000.000 haben. Das ist echt ein Wahnsinn. Und was das Schönste ist für mich, das Schönste eigentlich,
Also abgesehen davon, dass ich halt diesen Rekord wirklich bewundere. Ich bewundere den Rekord und ich bin auch, was der, ein bisschen ein Patriot ist. Immer wenn ein Österreicher was echt, was, also weltweit was Einzigartiges schafft, bin ich natürlich schon wahnsinnig stolz. Und ich meine, dass du jetzt den weltweiten Rekord hast, dort mit diesen 3100 irgendwas Kilometer in 24 Stunden, das taugt mir voll. Das taugt mir wirklich. Insofern bin ich total begeistert und mir taugt es auch wahnsinnig, dass du einfach immer so ein Freak bist, der einfach offensichtlich wahnsinnig gerne auf dem Motorrad drauf sitzt und das ist natürlich ganz wichtig, sonst würde das ja gar nicht gehen, offensichtlich halt auch wahnsinnig gut fährt. Also gut fährt im Sinne von flott und sicher. Und da hast du da bei dem Straßentraining, glaube ich, also das kriege ich mit, also in dem Facebook, in diese sozialen Medien, das machen ja eh relativ viel Leute, dein Straßentraining und da habe ich eigentlich noch nie einen gelesen, der da mitgemacht hat, der gesagt hat, na, das hat mir nicht so taugt, sondern die sind immer ganz begeistert. Und ich glaube, obwohl das teilweise eh gute Motorradfahrer sind, da lernt eigentlich jeder was dazu, die sichere, schnelle Linie. Und ich glaube, um das geht es bei diesen Straßentrainings. Oder? Erster Punkt, wo findet man die? Wo kann man sich anmelden? Und dann vielleicht nur kurz, jetzt weißt du nicht extrem detailreich, aber um was geht es dort wirklich? Das Straßentraining hat sich entwickelt. Ich war von, wie ich den ganzen Wechsel von meiner Firmengeschichte, von der Telekom weg in die Privatwirtschaft gemacht habe, war ich, wie gesagt, Fahrlehrer, Vorschullehrer. Zuerst Fahrlehrer, Vorschullehrerprüfung nachgemacht und dann Vorschullehrer, 8 Jahre von den 10. Und ab 2003 habe ich beim ÖMTC die Instruktorausbildung gemacht und habe sehr viele, nicht nur diese Mehrphasentrainings, was die Voranfänger oder die Führerschein-Neulinge, also Voranfänger neu, also verpflichtend machen müssen, ich habe sehr viele Motorrad-Intensivtrainings geleitet. Also mit Motorradfahrern, ich habe beim ÖMTC das Fahrtechniktraining machen und sich weiterbilden wollen. Und was mir aufgefallen ist, schon relativ schnell einmal, da habe ich schon 2,5, 2,6 direkte Beobachtungen gemacht, dass es dann Motorradfahrer gibt, wenn man mit denen auf diesen Übungsplatz, weil das Fahrsicherheitszentrum ist ja ein Labor. Ja. Das ist nicht die reale Straße, das ist ein ganz anderes Umfeld, wo sonst ja kein Mensch fährt. Ja. Weder du noch ich würden wir in einem Fahrsicherheitszentrum hinfahren, so ist gemeint, einen Tag im Fahrsicherheitszentrum Runden fahren. Ja. Was anders ist, wenn ich auf Rennstrecken fahre, das ist aber ein anderes Label dann. Aber da ist mir relativ schnell aufgefallen, dass es Leute gibt, die, wenn sie ein Fahrtechniktraining machen, oder sie machen es deshalb, weil sie die Spur oder auch sogar vielleicht sogar deutlich schneller fahren wollen. Ja. Weil ich bei den Vorstellungen sogar, ich sage jetzt so plakativ als Kärntner, ich bin der Hans aus Oberraubburg und meine drei Kumpels fahren schneller wie ich, ich mache da das Training, damit ich mit denen mitfahren kann. Ja. Und dann habe ich ihnen aber zur Antwort gegeben, wenn du das, was wir da in dem Fahrtechnik-Trainingstag heute machen, die nächsten 15.000 bis 20.000 Kilometer konsequent weiter übst, dann darfst du im Schnitt um 1 oder 1,5 km/h auf einer typengleichen Strecke schneller sein, sonst fährst du, weil du wieder zu schnell im Verhältnis fährst, mit einem hohen Risiko. Und was überhaupt nicht ankommen ist bei den Kunden, wenn man von Kurven schneiden kann, keiner tut Kurven schneiden. Weil jeder weiß, dass Kurvenschneiden gefährlich ist. Weißt du, was ist da? Bei Nils habe ich die Zahl auch schon gesagt. Okay. Unübersichtliche Linkskurve, wo man zu früh, weißt du, wenn man zu früh reinfährt, fängt das Kurvenschneiden an. Ja. Über 90%. Über 90? Über 90% tun Kurven falsch Linkskurven fahren. Ja. Da reden wir jetzt noch nicht von richtigen Überholen, von der Rechtskurve, vom Fahren in der Gruppe, vom Fahren in der Kolonne und so weiter. Allein in einer Linkskurve vom Risikofaktor her, sage ich einmal, scheitern über 90% aller Motorradfahrer. Und sie glauben es nicht. Das ist das Problem. Sie glauben es nicht. Ja, und ich habe aber für das KIV schon 2013 Studien gemacht. Wenn man, also es geht ja so, über 90% fahren sie nämlich massiv falsch. 6% fahren sie, da muss man, wie man so sagt, sprichwörtlich schon nicht nur eins, sondern fast beide Augen zudrücken. Und die aktuelle Zahl bei einer riesengroßen Anzahl, was die Studie momentan Probanden hat, und zwar Probanden sind einfach gefilmte Motorradfahrer. Ohne auf ein Kennzeichen Rücksicht zu nehmen oder sonst was, oder Nationalität, wir sehen mal die Kennzeichen zwar, aber da geht es nicht um das, dass man irgendwen dann hinten noch etwas nachschreibt oder irgendwas. Nur einfach schauen, das Verhalten. Wie verhalten sich die Motorradfahrer in einer unübersichtlichen Linkskurve? 1,31% sind diese gefilmten Linkskurven richtig gefahren. Also müssen wir 1%? Ja.
Nein. Bei 6%, so, das ist der Brocken mit den Augen zudrücken und 92% fährt die Linkskurven massiv falsch. Ja, und mir ist am 26. Mai 2015 selber in der gefilmten Linkskurve bei der aufgestellten Kamera nicht gestellte Aufnahme 14-Meter-Bus, also ein Dreiachser-Reisebus entgegenkommen. Für mich aufgrund der Videokamera zum besten Zeitpunkt das zu dokumentieren, dass eine richtige Vorlinie kein Problem mit dem Gegenverkehr hat. Und dort wären die 92% jeder Einzelne, wenn dieses Zeitfenster genau das gleiche wäre, gescheitert. Okay. Du, das, was du sagst vielleicht, wo man das auf der Homepage anschauen kann, weil da gibt es eher so ein ganz anschauliches Video. Und dann erklär nur ganz kurz, wie fährt man so eine Linkskurve richtig? Was ist das Entscheidende und was machen alle falsch? Auf der Homepage habe ich einen Button, da steht zum 1000 PS Training. Bei 1000 PS gibt es das Buchungsportal, so wie es damals bei der Roadshow war. Da können sich Teilnehmer direkt mit der Bezahlung des Kursbeitrages an möglichen online gestellten Termin aussuchen. Aha, auf dem Wochenende habe ich Zeit, da würde mich das interessieren und machen. Man findet über 1000 PS über die originale Homepage, da ist auf der linken Seite aber das erste obere graue Feld, wo mehrere so Lieblingsthemen drin sind. Da ist auch die Verlinkung zum Buchungstool. Also das ist relativ einfach zu finden, dass man das buchen kann. Dann habe ich auf meiner Homepage unter einem Button Straßentraining ein paar Unterrubriken, eins heißt Tagestraining, dort sind drin, wo die Treffpunkte sind, weil wir da in der Nähe von Scheibs Richtung Buchenstuben, also St. Anton Jessens Richtung Buchenstuben, ist da die Trainingsstrecke in Niederösterreich, in Kärnten, im Bezirksspital Drau, also wir haben zwei Standorte. Und weil du früher einmal gesagt hast, wegen Loben, es gibt natürlich vereinzelt Teilnehmer, die aus irgendeinem Grund das noch nicht akzeptieren wollen, was man es ihnen erklärt. Ja. Weil es ja oft was Neues ist. Sie müssen ja von dem, was sie bis jetzt machen, ja eigentlich weg. Wenn sie das machen, was man mir ihnen empfehlen, müssen sie von dem, was sie bis jetzt vielleicht sogar 20 Jahre lang machen, weg. Ja. Und dann hat man natürlich, das sind aber eher nicht Kunden, weil der Kunde kommt ja schon, weil er trotzdem was lernen will. Auch wenn er dann im Tagesablauf ein bisschen skeptisch ist bei gewissen Sachen. Aber dann hört man oft, ich fahre schon 20 Jahre. Ja, wenn ich 20 Jahre Glück habe, dann kann ich 20 Jahre Fehler machen. Und wie gesagt, also wenn man das Busvideo, was mir da in der Kurve tatsächlich passiert ist, wenn ich dort genauso gefahren war wie die anderen, dann darf ich heute nicht da sitzen. So einfach ist das. Und ich fahre aber schon seit, fast die ganze Million, weil ich habe ja, wie gesagt, von 2002 weg, wo ich dann Vorschullehrer geworden bin, war ja für mich der Klick so zum Fahren, dass der Spaß, den ich haben will, vorhanden bleibt. Also wir sind mal keine Spaßbremsen im Sinne, dass man mir beim Training was vermitteln, dass man jetzt gleich mal so in der Vorstellung halt, jetzt habe ich keinen Spaß mehr, wenn ich so fahre. Ich habe Spaß ohne Ende, deshalb tue ich es ja. Aber Hannes, du musst das jetzt noch ganz kurz erklären, diese Linkskurven, die fährt man außen an, das ist das Entscheidende, oder? Im Prinzip klingt es ganz einfach. Wir empfehlen die eigene Fahrbahn, wenn sie eine normale Breite hat, in drei Drittel zu teilen, also die drei Finger jetzt. Ja. Ist die Gesamtfahrbahn ziemlich breit? Ich kann das gar nicht. Ist die Gesamtfahrbahn ziemlich breit, reden wir teilweise vom Viertel. Die eigene Fahrbahnhälfte, Randlinie, Mittellinie. Ja. Also grundsätzlich bleiben wir beim Drittel, ist einfach erklärt. Ich muss so lang im rechten Drittel mit den Reifen des Motorrades sein, weil ich komme durch die Schräglage körperlich und mit Bauteilen schon ins mittlere Drittel nach. Aber wenn ich mit den Reifen im rechten Drittel bleibe, ich muss auch nicht draußen bei der Randlinie dahin balancieren, das ist nicht notwendig. Wenn ich ein Gefühl habe für das Ganze, dass ich einmal beim Hinfahren auf einer geraden Straße in meinem Vorstreifen im rechten Drittel bewege mit den Reifen, da bin ich senkrecht. Und dann ist das entscheidend, das richtige Timing finden. Und das ist das, die fahren zu früh rein. Das heißt, die Motorradfahrer fahren oft nur, ich würde sagen, nicht einmal um 5 km/h. Das sind vielleicht maximal 2 km/h zu schnell zur Kurvenzurbe. Jetzt getrauen sie sich nicht im rechten Drittel bleiben und ziehen dadurch um 15, 18 Meter zu früh oder von den Zehntelsekunden um 2,5 Zehntelsekunden nur zu früh ins mittlere Drittel. Jetzt sind sie mit einer Schräglage im linken Drittel. Und wenn die Fahrbahn aber nicht allzu breit ist, kommt eine Bußkante über die Mittellinie auf meine Seiten her. Und dann habe ich das Problem. Ja. Und mir empfehlen wir, also wenn einer das dann umsetzen kann, wir bleiben mal so lange im rechten Drittel, bis wir den Apex, sagen sie in Englisch, oder eben die Kurven fertig sägen, weil dann kann ich zubeziehen und am Ende der Kurven, wenn ich
also nur eine 90-Grad-Kurve würde ich sagen. Ja. Wenn ich genau die 90, wenn ich genau die 90 Grad gefahren bin, ja, bin ich senkrecht, weil ich mit der Kurve fertig sein soll, mit der gefahrenen, und dann bin ich aber mit den Reifen im linken Drittel. Ja. Ja. Wir bewegen uns im Prinzip vom rechten Drittel, nicht zu früh ins mittlere Drittel und ganz zum Schluss der Kurven ins linke Drittel. Ja. Weil wenn gleich eine Rechtskurve kommt, die fahre ich wieder von außen, wieder vom linken Drittel an. Die fahre ich nachher vom linken Drittel an, die Rechtskurven. Und das heißt, wenn ich eine Linkskurven zu früh reinfahre und dann gegen Ende der Kurven wieder ins mittlere oder gar ins rechte Drittel rauskomme und dann kommt eine Rechtskurve, dann bin ich auf einmal eng, dann fahre ich eh wieder spitz. Dann kann ich oft in einer schneller werdenden Rechtskurve, muss ich den Bremslichter leiten, weil ich nicht reinkomme. Ja, und vor allem, ich meine jetzt halt, abgesehen von dem Sicherheitsgewinn, ist es natürlich auch schneller. Da fährst du ja einen wirklich leibenden Fluss und kannst du früher schöner beschleunigen, weil du im Sixpot hinfährst. Ich glaube, das ist gut angekommen. Und wie gesagt, sie können es ja nachschauen auch. Und man kann. Was kostet so ein Tag, so ein Straßentraining eigentlich? Ich sage jetzt keine Namen, weil das die Mitbewerber sind. Ich weiß, dass bei Mitbewerbern Tagestrainings in Zentren, also in einem Fahrtechnikzentrum, 220 Euro kostet, ohne Videoauswertung. Wir stellen auf diese Übungsstrecken, die relativ kurz sind, so grob 3 Kilometer lang, wo mehrmals auf einem Fahrtechnikzentrum fährst du auch den Slalom 30 Mal in die 50 Minuten. Und bei uns fährt man auch auf einer grob 3 Kilometer Strecken, wir haben zwei verschiedene, topografisch verschiedene 3 Kilometer Strecken, mehrmals hin und her, damit der Kunde auch, wenn er ortsunkundig zum Training kommt, daher zum Treffpunkt, dass er die noch zwei Fahrten kennt, auch die Strecken, dass er, ob da ein Hackerl irgendwo drin ist, was Besonderes, und dann fährt er praktisch als Ortskundiger. Das ist ganz wichtig bei einem Training, dass ich ortskundig bin, weil ich komme ja sonst nicht in einer Kurve, die ich von mir aus beim allerersten Mal ein bisschen verhaut habe, auch wenn ich es sogar selber merke, kann ich sogar in einer Wiederholung besser fahren. Und beim dritten Mal noch besser und beim zehnten Mal noch besser. Das heißt, es werden genauso Wiederholungen gemacht. Training kostet 180 Euro und die Kunden kriegen, ich brauche, weil ich ja selber eben Testfahrer bin und selber Trainingsleiter, wo ich nicht daheim bin, ich brauche so im Schnitt 2 bis 4 Monate dann, dass die Kunden von dem Tag, wo sie das Training gemacht haben, die Analysevideos kriegen. Monate dauert das? Ja. Okay. Ja. Aber das Video kriegen sie zwar erst 3-4 Monate später, ja, aber die Vermittlung des Wissens kriegt er, also der geht heim und ist ein besserer Fahrer, hundertprozentig. Hundertprozentig gibt es nicht. Ja. Das bin ich am Lie. Ja. Ich habe eine genaue Jahresanalyse habe ich von vor 2 Jahren. Da bin ich innerhalb von 12 Monaten, das ist zwar von 1. August bis 31. Juli die 12 Monate, knapp über 115.000 Kilometer gefahren und habe 3 Kurven nicht so gefahren, wie ich sie unterrichten tue. Also habe ich selber 3 Kurven verhaut. Also so alle 40.000 Kilometer verhaue ich ja Kurven. Ja. Das ist ein Traum. Du, wahrer Hannes, ein Traum. Ich glaube, wer sich da jetzt interessiert, der wird das sicher nachschauen. Also den Preis finde ich absolut in Ordnung. Und vor allem, das ist ja wirklich auf einer öffentlichen Straße. Das ist also so, wie es echte Leben ist. Das finde ich großartig. Da schrecken mich die 180 Euro in keiner Weise. Jetzt eine Frage, das lese ich nämlich in diese sozialen Netzwerke immer wieder. Da gibt es natürlich Leute, die bocken das nicht, diese irre Kilometerleistung, die du hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon nachgedacht, weil bei mir, wie gesagt, ich bin auch insgesamt, glaube ich, in meinem Leben, ich werde auch etliche 100.000 Kilometer haben, die Million werde ich nicht haben, aber so 700.000 träume ich zu, weil ich es einfach schon so irrsinnig lang mache, in so einem langen Zeitraum. Und ich muss aber sagen, mir zum Beispiel, also ich selber, wenn ich mir jetzt denke, jetzt blase ich da oben 3.000 Kilometer nach Spanien, das macht mir keine Freude mehr, muss ich echt sagen, das ist mir zu anstrengend, das packe ich nicht. Und ich meine, ich mache es ja nicht so wie du, ich muss ja dauernd essen und dauernd rauchen und alles, aber und da gibt es natürlich etliche Leute, die diese Distanzen sowieso nicht verstehen und die sich dann wirklich fragen, na kann ihm das nur einen Spaß machen, warum macht er das? Und ich denke mir dann immer noch, wenn es da keinen Spaß machen, das nicht machen. Nicht? Also ist diese Faszination, dieses auf den Bock aufsteigen und dort einfach ewig zu fahren, das ist nach wie vor bei dir einfach ganz stark vorhanden. Oder warum machst du das? Jeder hat für sich selber Herausforderungen.
ich kenne Leute, das Leben würde ich, für ihn ist es in Ordnung, aber für mich nicht. Ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, nach der Arbeit, ist ja wurscht, wenn ich um 16 Uhr oder um 17 Uhr hätte Dienstschluss, dass ich nicht heimgehe und etwas mache, sondern dass ich zuerst in ein Gasthaus gehe, zwei Bier trinke, 5 Zigaretten rauche und dann erst heimgehe. Das ist für mich zum. Ich kritisiere den nicht, aber das ist für mich nicht vorstellbar, dass ich sowas tun würde. Oder, weil eben die Freude. Es gibt gewisse Sachen, die. Mir hat das Motorradfahren noch nie Spaß gemacht, weil ich lache nicht dabei. Verstehst du, was ich sagen will? Es sind gewisse Sachen, es sind Herausforderungen, es sind Ziele. Genauso wie die Gerlinde Kaltenbrunner da im Nachbarbundesland Oberösterreich, jetzt sitzen wir da noch in Niederösterreich, die hat als erste Frau alle 14.000, 8.000er ohne Sauerstoff, wie vor vielen Jahren der Reinhard Messner und der Habeler. Ich meine, ich lese solche Sachen auch. Und ich lese aber in keinem Bergsteigerforum, dass andere Bergsteiger die Gerlinde Habeler denunzieren, weil sie das gemacht hat. Und bei mir wäre gefragt, ob ich deppert bin, weil ich das tue. Verstehst du den Sinn? Und ich kritisiere ja auch keinen, der Motocross fährt, nur weil ich das nicht tue. Das Spektrum, gerade mir als Motorradfahrer, von den Enduros, von den Chopper, also bis zu den Chopper oben, bis zu den Roller, da haben wir so eine Bandbreite schon an Modellen, an Fahrzeugen, also die Straßenbock, wo man sagt, die gebuckten und so. Das meine ich alles nicht negativ. Und dann habe ich mit jeder einzelnen Maschine, Daniel will halt extreme Kurven fahren, was wir mir auch tun. Ein Beispiel, die heutigen Navis haben ja, was der extrem kurvenreich, kannst du auch schon rein tun. Gibst das Ziel ein und du haust extrem Kurven an, fährt der Wald- und Wiesenwege. Wenn du Offroad Ausfahrt tust, bleibt er halt asphaltierte Wald- und Wiesenwege. Aber wenn ich das mache und wirklich Kurven fahre, dann fahre ich auch allein, dann sehe ich den ganzen Tag keinen. Da frage ich mich, wo sind die Motorradfahrer? Und dann fährst du eine langgezogene, so wie vom Weiher da oben, Richtung, wo man nachher St. Gallen umfährt, die langgezogenen Kurven, da plateln sie halt. Du ziehst sie, aber wenn du nachher ins Gedachshaus fährst, ich sage zu den Gedachs, also die Güterwege, wie es da in Oberösterreich und Niederösterreich heißt, da wo die LKW, no, also GPS, no Trucks. Ja. Weil das GPS würde die über den Güterweg führen, aber der LKW kommt nicht durch. Deshalb steht ja LKW, GPS, wegen dem GPS, weil im GPS ist der Weg drinnen, aber für einen LKW ist er nicht geeignet. Und wenn ihr solche Wege fahrt, dann siehst du fast keinen mehr. Also dann frage ich mich, wo sind die Motorradfahrer, die Kurven fahren wollen? Wenn dort, wo die Kurven sind, keine Motorradl mehr findest. Also das ist schon, da würde ich jetzt das nicht als Kritik sehen, aber warum fahren sie, warum kritisiert ein Motorradfahrer überhaupt einen anderen? Weil ja jeder ein Spektrum hat, das er ja machen kann. Also, wir müssen eh schon wahnsinnig abhauen, du beschreibst das eh ganz, ganz großartig. Aber im Endeffekt, das hast du jetzt nicht beantwortet, also nicht dezidiert beantwortet, sondern mehr oder weniger halt über diese Ausführung bin dann draufgekommen, es taugt einfach volle Granate, oder? Nach wie vor. Das taugt da, du hast Herausforderungen, du hast immer noch Ziele und du fährst einfach gern, oder? Es ist sogar, weil wenn ich eine kurze Ironbad fahre, ist ja nicht die Herausforderung, die in 24 Stunden schaffen, da will ich in 12,5 bis 14 Stunden fertig sein damit. Mit den 1600 Kilometern. Also dann wird das Autobahnfahren auch spannend. Also so ist es nicht, dass es Autobahn, weil man hört oft, Autobahnfahren ist langweilig. Aber du musst einmal 21 Stunden mit 150 Schnitt fahren, dann ist nichts mehr langweilig, auch auf der Autobahn nicht. Also das ist ja immer, wenn ich heute mit 80 auf der Autobahn fahre, dann ist es sicher langweilig. Aber nur weil man vom Wort Autobahn redet, es mit langweiligen Verbindungen zu bringen, ist eine Fehlinterpretation einfach. Du musst mir jetzt das Mikro kurz geben, weil da kann ich natürlich, erstens weiß ich das, weil ich meine, ich bin durch ganz Europa Autobahn blasen, weil ich halt von einem Ort zum anderen kommen habe müssen. Und wenn schnell irgendwo hinkommen muss, na, dann musst du eh Autobahn blasen. Und zweitens, das ist schon, also der Gedanke, dass das irgendwie öd sein könnte, na, der ist sowieso schon. Der ist sowieso schon falsch oder mit einem eingeschränkten Horizont, weil ich meine, ich sitze auch gerne auf einem Motorradl drauf, also ich persönlich, da rede ich jetzt nur von mir. Und das muss jetzt, keine Ahnung, wenn du da auf einem Chopper drauf sitzt und da geht es relativ lang dahin, so also wirklich eine lange Gerade, das machen ja die Amis, die sitzen ja auch auf diese elendslangen Gerade, die fahren dort einfach und die kommen dann auch irgendwo hin und das Fahren an sich ist einfach ein großartiges Erlebnis, wurscht, ob ich da jetzt viele Kurven drinnen habe oder nicht, nicht. Und das, also die Leute, die das überhaupt nicht verstehen, die gibt es natürlich, aber ja, mit denen ist das halt dann irgendwie relativ schwer zu unterhalten, nicht? Oder tust du dich da leicht?
Nein, ich tue mir leicht, weil ich ja keine Vorurteile habe im Endeffekt. Ja. Und man muss natürlich mental das, so stark sein im Leben, dass ich das, was ich tun will, mache. Ob es jetzt kritisiert wird oder nicht, ist ja egal. Weil jetzt Dauertest Afrika Twin. Da bin ich auch schon sogar vereinzelt mit ihm, von ihm, also sogar schriftlich gefragt worden, wie wird man Testfahrer? Dann habe ich den einmal hintergeschrieben, also ungefähr die Wahrheit. Du musst auffallen, aber nicht negativ auffallen. Dann musst du natürlich viel Kilometer fahren, weil es, wer fragt irgendwen, wärst bei mir Testfahrer, wenn nicht aufgefallen bist. Und aufgefallen bin ich mit der Varadero auf die Rennstrecken. Da hatte der Christoph, der Code, war 2004 oder nein, 2006 war das, Entschuldigung. 2006 in Recount. Und ich bin mit der Varadero bei den Honda Speed Weekend mitgefahren. Und habe damals 2005, 2006 den Battlewing, das war der erste Bridgestone mit Silica. Ja. Da war der Testzeitraum, wo ich den Battlewing getestet habe auf der Varadero, von 8. Dezember bis 28. Februar. Also Dezember, Jänner, Februar zum Testen, weil die Silica-Reifen im Kalten relativ gut sind. Weil das ist ja auch Silica-Reifen, da habe ich jetzt den Conti Trelletech 3 drauf. Ja. Und ich habe da früher gesagt, wie wir noch privat zusammengesessen sind, ich bin ja heute 300 Kilometer in Regen daher gefahren und ich bin 298 Kilometer knapp unter 4 Stunden. Das ist um die 75 Schnitt. Bin ich im Regen da, aber ich bin nicht Autobahn gefahren. Ich bin über den Katschberg aus Murtal, ich bin dann da über den Präpichl, Eisenerz hinten einer und da die Nebenstraßen aufgefahren. Und bin dann aufgefallen in Rijeka, weil ich mit der Varadero war bei Honda Speed Weekend die Regelung, ein Enduro muss in die Anfängergruppen, weil die sind nicht so schnell. Und dann bin ich in der Anfängergruppe natürlich keine im Weg gestanden, sondern mir sind die Anfänger im Weg gestanden. Weil der Code hat da seinen lässigen Satz geschrieben, den findet man noch, den Artikel. Er hat mich noch angeredet bei der Mittagspause und dann haben sie einen Bericht drüber geschrieben. Und da hat er so sinngemäß, also Zitat weiß ich es nicht, aber sinngemäß hat er es ungefähr geschrieben, von der Tribüne aus in Rijeka, von der man fast die gesamte Rennstrecke überblicken kann, war ein Traum zuzusehen, wie sich der wahre Hannes an den anderen Teilnehmern vorbeibeamte. So irgendwie hat er es geschrieben, also nicht ganz Zitat, aber ziemlich genau, mit das Wort vorbeibeamte, das weiß ich, das hat er wirklich verwendet. Also nicht, und wo ich viel gelernt habe und natürlich auffällig geworden bin, weil ich auch der bin, wenn ich etwas nicht kann oder glaube nicht zu können oder mich verbessern will, scheue ich mich nicht zu fragen. Weil immer, wenn man fragt, gibt man natürlich mit der Frage zu, wie geht denn das, also weiß ich es nicht. Aber die Hemmung habe ich nie gehabt. Ich bin in den Honda-Truck gegangen, habe geklopft, dann hat einer gerufen, komm rein. Und dann bin ich halt reingegangen und habe gesagt, du, ich bin Rennstrecken nie gefahren, ich komme da doch nicht so richtig zurecht. Und wer ist mir gegenüber gesessen, der gesagt hat, komm rein, der Zweite. Und mit dem Zweite bin ich nachher hunderte Runden insgesamt gefahren. Am Salzburgring, am Pannonia-Ring und so. Und heute sind wir noch, wenn wir uns gegenseitig begrüßen, sehr achtungsvoll gegeneinander. Und es ist ein Traum, mit solchen Leuten Kontakt zu haben. Und ich habe so viel gelernt von ihm, dass ich nachher die letzten 10 Jahre bei den Track-Days und bei den Grip-Partys, wie es früher geheißen hat, 10 Jahre in der Anfängergruppe als Instruktor gefahren bin auf der Rennstrecke. Obwohl ich selber in meinem Leben nie Rennen gefahren bin. Aber ich habe von Zweden so viel mitnehmen können und ich bin heute noch absolut lernbereit, obwohl ich nicht der Jüngste bin. Man lernt nie aus. Das stimmt. Das ist eher ein guter Punkt, dass man nie auslernt. Und ich meine, und die Faszination, Motorradfahren, das nimmt natürlich auch nie ab. Das mit dem Testfahrer, das kenne ich natürlich auch, dass da die Leute glauben, na, das ist ja das Paradies, ich möchte auch ein Testfahrer sein. Nur, erstens, in deinem Fall ist sowieso klar, du kannst halt wirklich wahnsinnig gut fahren. Und was ja ganz wichtig ist, man soll ja nicht viel zusammenhauen. Nicht? Da hast du ja, wenn du jetzt machen willst, keine Ahnung, an 300 Kilometer, 300.000 Kilometer Test mit dieser Varadero oder ich weiß, mit der Afrika Twin, ich weiß nicht, wie hoch der ist. Oder und wenn es nur 100.000 Kilometer Test wäre, also nur unter Anführungszeichen, und du legst sie nach 5.000 Kilometer hin oder noch schlimmer vielleicht noch 30.000, wo schon, dann fängst du wieder von vorne an. Das, und
das stellt man sich so locker vor. Und andererseits, also das, was du da gefahren bist, das ist eine außergewöhnliche Leistung. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Und offensichtlich bist du aber so ein unglaublicher Freak, dass dir das bis heute einen wahnsinnigen Spaß macht. Und wahrscheinlich, wie schätzt du das ein, wie lange wird dir das noch einen Spaß machen? Wenn ich andere, die schon 6, 7 Jahre älter sind und gehört, wenn ich, Beispiel, der Leo, ja, ist gerade da, ja, 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 der wird heuer 70. Nein, das ist aber super. Ja, eben. Deshalb habe ich auch noch 7, 8 Jahre von mir. Ja. Weil, wenn ich, 60 oder was? Ich bin 63 gewesen. Wirklich? Ja, ja. Ich bin auch der Jüngste. Scheiße. Ich bin ein 57er Jahrgang. Wahnsinn. Aber das interessiert mich schon. Das interessiert mich schon. Hannes, weil ich mir das merke bei mir selber, also ich bin ein 63er Jahrgang, jetzt bin ich 57, du bist ein 57er Jahrgang, bist 63, also ist eh super, wie sich das ergibt. Und ich merke das aber schon, seit den 50er merke ich schon, dass das anstrengender wird. Dass ich bin jetzt nicht mehr so bereit, dass ich so wahnsinnig viele Kilometer fahre und das, die Reaktion nimmt ein bisschen nach. Ich glaube auch, wenn es mir aufzwicken würde, dauert es ein bisschen länger, bis wieder heilt oder so. Aber bei dir merkst du auch irgendwas, dass irgendwas ein bisschen nachlassen hat oder bist du einfach der Kärntner und die Nudelsuppen? Ja, das war schön, wenn es so war, wenn man nur Kärntner und Nudelsuppen, dass das hinhaut. Nein. Durch diese exzessiv intensive Beschäftigung, was ich mache, möglicherweise kann man das selber gar nicht abschätzen, ob von mir vor 5 Jahren eine Reaktion ist, das, den ich nicht gemacht habe, der heute anders ausschauen würde. Aber wo ich bewusst merke, dass ich noch gut drauf bin, ist, weil ich mich so exzessiv beschäftige, fällt mir auf, wenn ich meine Vorlinie, auch die wir unterrichten, mir unterrichten wir das Drittel zum Beispiel, habe ich früher gesagt. Für mich zählt aber am Ende einer Rechtskurve nicht das rechte Drittel. Wenn ich dort drinnen bin, ist es grundsätzlich schon okay, weil das unterrichtet man ja. Aber ich stelle für mich selber schon den Anspruch, dass ich eher rechts im rechten Drittel sein will. Und wenn das von den bautechnischen und von der Topografie her möglich ist, dass ich bis zur Randlinie, weil wenn es sauber ist, bis zur Randlinie, wir sagen immer so weit, so nahe wie möglich, rechts, Rechtskurven beenden. Und wenn das möglich, das Wort möglich hat eine Priorität, wenn es bis zur Randlinie sauber ist und ich bin 30 cm von der Randlinie entfernt, habe ich für mich die Kurven verhaut. Okay. Ja. Und ich verhaue aber extrem wenig Kurven. Immer noch. Ja, um das geht's. Ja. Also diese Wahrnehmung habe ich, weil ich habe lange Jahre, wie in der Vorbereitung war für das Training, auf die Sturzbügel links und rechts Kameras montiert, dass ich die Vorderradl sehe. Ja. Dass ich wirklich ganz genau hinten nach habe analysieren können. Ich habe mir 5 Kurven im Liesertal ausgesucht, die will ich auf dem Rand beenden, weil dort die Böschung flacher, seichter weggeht, nicht senkrechte Felswand ist und so. Ja. Und bin so lang gefahren, bis ich auf einen Tag, weil die 5 Kurven sind innerhalb von 7 Kilometer ungefähr, bin einfach die 7 Kilometer so oft hin und her gefahren, dass ich nachher mit 40 Wiederholungen 200 die gleichen Rechtskurven, also 5 Kurven, 40 mal fahren, sind 200 Kurven. Und bis ich in einem einzigen Videostream alle 200 Mal auf der Randlinie drauf war und nicht einmal daneben. Das ist ein Wahnsinn. Jorge Lorenzo, der Jorge Lorenzo aus Kärnten. Die Präzisionsmaschine. Du, Hannes, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich meine, jetzt werden wir schon langsam zum Schluss kommen. Ein wirklich großartiges Busgespräch. Hast du noch irgendwas, was den Zonkos Welt TV sehen, wo du denkst, na, das haben wir jetzt aber noch nicht angesprochen, das gebe ich jetzt noch preis? Ja, eine Kleinigkeit, was ich früher angesprochen habe. Einfach jeder Motorradfahrer soll jeden grüßen. Das ist so, mit den Akzeptieren meine ich. Ich grüße, wenn es irgendwie geht, die Mopedfahrer. Warum soll ein Moped ein rotes Kennzeichen minderwertig sein? Das wären da einmal Kollegen von uns. Das wären da vielleicht Motorradfahrer, nicht jeder, aber viele heutige Mopedfahrer. Oder aber wir haben auch bei der Roadshow den XADV von Honda gehabt. Den wollten viele nicht mitnehmen. Einige haben mitgenommen und auf einmal sind alle begeistert, was sie drauf sehen. Ja. Nur weil ein Arola-ähnliches Fahrzeug ist. Ja. Und wenn man heute schaut, wenn man den italienischen Fahrstil nicht wirklich beherrscht, ich war 2011, Oktober, November, Monatswechsel an der Amalfiküste unten. Hey, die ersten 2 Tage sind uns die Piaggios und die Vespas um die Ohren gefahren. Ja. Ja.
Und dann musst du den Rhythmus kennenlernen, man muss lernfähig sein und dann haben sie uns nicht mehr überholt, weil dann sind wir selber den gleichen Rhythmus da fahren, ja. Aber nicht am ersten Tag. Ja. Also, und jeder hat seine Berechtigung und das ist eigentlich... Tiroler grüßt auch. Freilich, warum denn nicht? Ist ja auch Anspruchiger. Und weil vielleicht wäre ich einmal, wenn ich so eine Maschine nehme, da halten wir einen Roller fahren. Das weiß ich ja heute nicht. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Also einfach viel mehr akzeptieren, und weil jeder hat seine Berechtigung. Das Einzige, wo ich ein bisschen im Zwiespalt bin, die ist serienmäßig und mir persönlich wäre es sogar lieber, wenn so ein Motorrad mit Spur leiser war. Obwohl die nicht überlaut ist. Die hat 75 dB Fahrgeräusch laut Zulassungsschein und 91 dB Standgeräusch. Also die ist in einem Bereich, wo die Gesetzesstruktur ja sagt. Aber so schlimm das, was sie klingt, was der gemacht hat da auf der Sobot, der hat vielleicht die falschen Worte gewählt, was ich empfange mit einer Ölspur. Das ist ja in den sozialen Medien nur. Aber ich verstehe ihn trotzdem. Nicht die schlimme Aktion mit der Ölspur, das ist nicht akzeptabel. Aber dass die Leute auf uns Motorradl fahren, wenn wir mit den offenen Tröten daherkommen, nicht mehr wollen, dass wir ein schlechtes Image haben, das sind wir selber schuld. Weil in Deutschland bin ich einmal eingeladen worden von ein paar Bekannten zu einer Sternfahrt, gegen Streckensperrung. Da haben sie eine Sternfahrt gemacht, weil wieder irgendeine Behörde gesagt hat, die und die Streckenkilometer sperren wir für die Motorradlfahrer. Und ich soll auch, weil ich kenne da die Leute, ich soll zu der Sternfahrt, haben sie mir eingeladen. Dann habe ich aber hinter gepostet, welche Autofahrer haben dazu beigetragen, dass für die Motorradlfahrer die Strecken gesperrt wird. Da müssen wir uns einmal selber Gedanken machen. Wir sind wir ja selber, Sobot 70er, Höllental 70, Ochsattel, Grein-Dimbach. Ich kenne die schönen Motorradstrecken in Österreich. Ja. Handenjoch wird jetzt mit 60 gemacht wegen Lärmbelästigung. Ja. Aber schuld sind wir selber. Ja. Und die Behörden, meiner Ansicht nach, ist ein gewisser Teil schuld bei den Behörden, weil sie gegen die lärmenden Motorradfahrer viel zu wenig restriktiv vorgehen. Weil das ist ja nicht die Masse. Der Motorradfahrer. Das ist trotzdem wieder ein kleiner Teil, der wieder für eine ganze Community eigentlich ein negatives Bild zeichnet. Das ist schade. Weil ich muss auf der Straße nicht kommen. Ich verstehe einen Motorradfahrer nicht. Wenn er mit seinem eigenen Motorrad losfährt, muss er sich die Europarks reinstecken. Und dann fahren sie durch die Wohngebiete. Ich brauche keine Europarks. Okay. Bitte, etwas leiser mit Vernunft und dann geht es schneller auch noch. Na gut, das ist das Schlusswort vom Wahrer-Hannes. Du, ich danke dir sehr für das Busgespräch. Großartig, wünsche dir viel Erfolg für das Straßentraining morgen, was du jetzt hast. Und übermorgen und überhaupt. Hannes, das Allerbeste für dich. Ich danke dir. Ciao. Jetzt musst du das Mikro irgendwie ausschalten. Herrlich.